So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen weiter mit Alles nur Koboldogak. So heißt die nächste Mission. Ja, ich habe gesehen, dass da was in der Truhe ist, aber das sind wahrscheinlich nur die Testralhaare. So, wir spielen jetzt die nächste Hauptmission oder die einzige Hauptmission, die uns auf der Liste ist. So viel ist es nämlich nicht mehr. Uns fehlen aber immer noch fünf dedalische Schlüssel. Sechs fehlen uns noch. Die müssen wir so nebenbei mal suchen. Die müssen wir so nebenbei mal suchen. Aber nicht jetzt. Wenn wir dann noch einen finden, verfolgen wir den natürlich. Wenn nicht, dann ist es halt so. Und ja, ich würde gerne, muss auch die Demi-Guys, da fehlen aber auch noch einige. Da fehlen noch 13. Rein theoretisch müsste ich auch die Demi-Guys mal angehen. Aber wie gesagt, ich kann kein 100% Let's Play machen. Dafür dauert zu lange. Ich werde auch mehr oder weniger wahrscheinlich nur die Story mit euch zusammen spielen. Alles andere mit. Oh, da ist eine Truhe. Werde ich mal privat zocken oder was auch immer. Und weil da sind noch die ganzen Prüfungen Merlins und ja, noch ein paar Sachen dabei. Aber das ist halt jetzt erstmal. Und hier zum Beispiel auch die Nummer mit den Altären und so. Das ist halt alles ein bisschen. Ja. Oh ja, mein Auftrag verfügbar. Warte mal kurz, wir haben einen Auftrag verfügbar, aber ich. Hausbesuch der Wilderer. Das müssen wir danach machen. Ich mache jetzt Hauptmission. Ich bin jetzt gerade schon mittendran. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir können deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Die Aufmerksamkeit. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Ja, dann, wie gut sprichst du eigentlich? Du bist Koboldogak. Aber wie gut? Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du noch nie einen getroffen? Hast du direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Dann lass es zur Mine gehen. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Oh, wir haben eine. Warte mal. Das ist eine Revelio-Seite. So, ja gut, die Nummer müssen wir auch mal müssten wir auch angehen, aber das kann ich nicht im Let's Play machen. Das möchte ich gerne. Ich will eigentlich, wie gesagt, ich bin eigentlich ein reiner Story-Let's Player. Das ist halt einfach nur mal so. Und wer dann irgendwie lieber was anderes sehen will oder die anderen Sachen sehen will, soll es weiter auf anderen Kanälen gucken. Ich zock, wie ich will und wie ich da Bock drauf habe und ja. Ach, hier unten, das sind die Dinger. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, hier müssen wir auch wieder eine Prüfung angehen und alles drum und dran. Aber wie gesagt, ich bin rein, das Story jetzt mal. So, da ist Lodgok. Ja, oder? Haben wir es hergekippt? Nee, so nicht. Sah nur so aus. Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Urquhart of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte.
Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Damit hätten sie rechnen sollen. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Und da dachten sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große, magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhängen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood. Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft erhielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Amit. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Mit was? Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Na ja. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Über welche Tür? Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Gut, erklärt natürlich. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Na dann, sind wir bereit. Wir schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Jo, machen wir so. Dann geht's jetzt für uns in die Koboldmine. Was heißt jetzt? In der nächsten Folge, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe euch ja gerade ein bisschen dahin erzählt, dass wir... Ach, das ist das Auge. Warte mal, ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen umbauen. Das brauchen wir. Nee, warte mal, das ist zu viel. So. Und das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann. Na, dann betreten wir die Mine. Bis dahin. Tschüss bei Let's Play. Hochwarts Legacy.